Wir zocken weiter mit Urbosa hier in Urbosas Training. Willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Let's go! Wir brauchen kein Rezept. Ich denke, das wird einfach genug sein. Vor allem, weil wir jetzt schon so ultra überlevelt sind. Und diese, naja, Challenge-Missionen jetzt nicht wirklich die schwierigsten sind. Wobei ich mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen lasse. Also, gegen ordentliche Herausforderungen habe ich in der Regel nichts. Was ist hier los? Besiege die Trainingsgegner. Okay. Ja, wir spielen hier mit Holzschwertern oder was? Holy shit, ey. Okay. Ja, okay, okay. Wir können sie wegmachen, wir können sie wegmachen. Ich denke, wir laden uns immer kurz an schwachen Gegnern auf und dann zünden wir die Spezialattacke. Let's go. Erfolg. Und die zweite wurde auch down gemacht. Und wir haben sogar wieder die Spezialattacke ab. Oh. Ja, da habe ich aus Versehen A gedrückt anstatt X. Uff. Naja, gut. Ist vielleicht auch ein bisschen lame, immer die Spezialattacke zu nutzen für diese Kämpfe. Anstatt mal vernünftig zu zocken. Oh mein Gott. Direkt zwei Attackenhagel hintereinander. Das ist nice. Das Training ist beendet. Alles klar. Sick. Und wir kriegen 600 Rubine dafür. Nicht schlecht. Wie man sieht, ist jetzt kein Akt, vor allem wenn man die Spezialattacke nicht so verschwendet wie ich. Aber man kann es sich halt auch ein bisschen schwerer machen. Ist schon in Ordnung. Und jetzt würde ich auch mal zusehen, dass wir hier für Urbosa den Säbel ändern. Okay, Schatzsäbel. Wenn sie damit kämpft, sollen ihre Bewegungen einem Tanz gleichkommen. Okay, das ist tatsächlich gerade die stärkste Waffe. Interessant. Für ihn haben wir zwar was gefunden, aber er hat auch eine echt gute Waffe. Link braucht jetzt auch nicht wirklich was ausgewechselt und Zelda wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ach, Moment. Moment, Moment, Moment. Wir wollten hier nachschauen, was es so Neues gibt. Anti-Feuerrüstung. Mhm. Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheimclub erhältlich ist. Ein Saphir reduziert dank der Kraft des Eises die Auswirkung von Hitze auf den Träger. Aha. Ja, gut. Ich würde sagen, Antifeuer. Okay, die Hose sieht jetzt nicht so nice aus. Aber ich finde,
Das... Okay. Ja, das hat auch was, ne? Aber ich finde, das Feueroutfit passt echt gut zum Helm. Ja gut, das Gelbe jetzt nicht so. Aber so die rote Fütterung sieht nice aus. Ja. Dann, Moment. Haben die anderen? Nein. Okay, die anderen haben keine Kleidung, die man wechseln kann. Also machen wir weiter. Erstmal hier unten schauen, ob man da was machen kann. Ja, können wir. Das muss ich im Kampf einsetzen. Machen wir auch direkt. Urbosa, längerer Kombo-Angriff. Und Isolierhelm. Helm aus einem antiken Material namens Gummi, das nicht länger verfügbar ist. Alles klar. Okay, das können wir nicht abschließen. Das wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja gut. Empfohlener Level Stufe 13. Okay. Das wird interessant. Ich denke, wir buffen uns mal ein wenig. Das ist gar nicht so schlecht. Indem wir ein bisschen weniger Schaden bekommen. Loading Screens immer, ne? Wie es dann einfach komplett ruhig wird. Also hier hätten sie auch ruhig noch so ein bisschen Musik einfügen können. Zumindest so Ambience Sounds. Naja. Muss man wohl Entwickler für sein, um das zu ändern? Das bin ich leider nicht. Also kann man einfach hoffen, dass es beim nächsten Mal besser gemacht wird. Ja gut, R und X, Stasis-Modul, toll. Aber warum? Brauchen wir das? Oh ja. Anscheinend. Okay. Wollte gerade schon sagen, weil beim letzten Mal hat es ja nicht wirklich geklappt, als wir vom Gegner weggedreht waren. Aber dieses Mal ist alles in Ordnung. Ja, stopp. Dieser Wirbel ist mega nice. Dieser Move ist so cool. Okay. Ziehen wir weiter. Ist aber jetzt auch nicht wirklich die Herausforderung so, ne? Boah! Alles klar. Das ist mega. Ich will nochmal diesen... Ah, nein, 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 nein. Diesen... Ah, diesen Laserstrahl, den will ich nochmal. Eins, zwei, drei und dann vielleicht? Okay. Falls das in der Aufnahme zu sehen war. Ich habe keinen Plan, was es war. Okay. Vielleicht sind wir auch zu niedrig aufgeladen. Kann das vielleicht sein? 1, 2, 3, 4.
Okay, okay, okay. Ich würde es gerne nochmal mit 3 probieren. Ich wollte eigentlich auch 3 machen. Aber er hat dann 4. Mal geschlagen. Also was heißt er? Sie hat ein 4. Mal geschlagen. 1, 2, 3 und... Hat jetzt nicht wirklich geklappt, ne? Ja, jetzt... Lass mich halt mal kurz ausprobieren. 1, 2... Nee, das waren 2-mal, nicht 3-mal. Ja, weich halt aus, Urbosa. Was soll das? 1, 2, 3... Ja, okay. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber... Was auch immer. Okay, jetzt können wir es wenigstens vernünftig ausprobieren. 1, 2... Okay. Okay, tatsächlich bei 3-mal, aber ich habe es anscheinend die ganze Zeit verkackt. Keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit rumhampel, dass das die ganze Zeit verkackt wird, aber anscheinend kriege ich es nicht vernünftig hin. Ja, okay, wir sind eigentlich viel zu weit entfernt, aber juckt sie einfach mal nicht. Ja, okay. Das war's mit dir. Und das war's auch mit der Mission. Nice. Stoppen und fliegen lassen. 484 Rubine wieder. Und so ein paar Waffen. Ja, okay. Nicht wirklich was Neues. Halt die Materialien sind nice, die wir bekommen haben. Und die Rubine, logischerweise. Diese Spezialmissionen geben immer richtig viel Geld. Dafür, dass sie so easy und kurz sind, ist schon nice. Okay, und da fehlt uns immer noch was. Da würde ich vielleicht mal zusehen, dass wir das zusammenbekommen. Okay, und das, was wir machen können... Leuchtet anscheinend auf. Okay. Jetzt verfügbar Stall von Südakala. Okay, und? Momentan ist kein Händler anwesend. Ja, okay. Na gut. Das können wir nicht machen, ne? Nein. Ja gut. Hier ist aber auch dieser Laden... Mit einem Rhodonit. Ja, ja. Einen will ich haben. Bis demnächst. Tschüss. Und den können wir hier direkt abgeben. Was stand da? Belohnung Tornado ist verfügbar. Okay. Du hast es geschafft. Färberei. Gegen eine Gebühr in Rubinen kannst du deine Kostüme nach Belieben färben lassen. Das ist cool. Ach so, das ist dieser Raum. Okay, Quatsch. Was für Raum? Das ist diese Einrichtung. Die Färberei halt. Na gut. Ja,
Ich weiß nicht, sollen wir noch die restlichen Übungen machen? Ja, komm. Obwohl, sind drei, ne? Ich wollte gerade sagen, sind nur zwei, aber es sind drei Stück. Was auch immer. Los geht's. Muss ja auch irgendwann gemacht werden. Also setzen wir uns da am besten jetzt dran. Nicht, dass sich dieser ganze Quatsch staut und man hinterher richtig viel Kram zu erledigen hat. Das wäre auch nicht so das Allerbeste. Eisspezialtraining. Einfach. Das war einfach. Diese komischen Eispyromagus-Viecher, also generell diese ganzen Zauberer, sind mega nervig. Nein. Ah. Ja, ich wollte die Viecher eigentlich nur einmal schlagen, weil ich genau wusste, dass das passiert. Aber wenn man jemanden anvisiert hat, ist das nicht so leicht, andere Viecher zu schlagen, die man nicht anvisiert hat. Ja, das war ein Indiz sehr leicht. Aber nicht im Mund so voll nehmen. Erstmal schauen, was es hier noch so auf uns wartet. Aua. Und das ist anscheinend extrem effektiv gegen diese Viecher. Kein Wunder. Sind ja auch Eisgegner. Sind Hitze nicht gewöhnt. Okay, besiege die Eismoblins. Ja, gut. Dann können wir die einfach links liegen lassen hier, ne? Wenn wir schon ein Zeitlimit haben. Dann wüsste ich gar nicht, warum man sich mit diesen kleinen Viechern beschäftigen soll. Ja, gut, für extra Loot, aber wenn man das jetzt nicht so unbedingt nötig hat. Und einfach nur die Mission abgeschlossen haben will, dann kann man auch einfach durchrennen. 500 Rubine schon wieder. Sick. Nachdem wir dafür einen Rhodonit 860 ausgegeben haben, ist das auf jeden Fall extrem nötig. Schalten wir wieder irgendwelche Zusatzmissionen frei? Nö, anscheinend nicht. Was soll's? Nächste Trainingseinheit. Entzünden. Führst du in Feuer gehüllt einen Angriff aus, kannst du eine Umgebung in Flammen setzen. Bist du von Gras umgeben, breitet sich das Feuer aus. Ja, hat man auch eben gut gesehen bei den Feuerangriffen. Da hat das Gras instant gebrannt, obwohl wir in so einer Eisregion waren. Also geht das heftig ab in normalen Gegenden. Daruxtraining. Besiege viele Gegner. Ja, okay. Dann machen wir es mal. Wir benutzen am besten auch dieses Ding hier. Weil dieser Roller geht richtig ab.
Generell diese ganzen Angriffe, wo man sich bewegen und Damage machen kann, sind extrem gut, um diese ganzen kleinen Viecher zu besiegen. Ich meine, diese ganzen Kombos, diese halt, sind auch cool. Aber ich sehe den Sinn nicht so ganz, warum man die benutzen sollte, wenn man auch einfach hier durchrollen kann. Vor allem, wenn es so viel Damage macht. Okay, wie viel Zeit hatten wir insgesamt? 5 Minuten? Dann sind wir, glaube ich, relativ gut drin. Okay, ich dachte gerade, hier werden Bossgegner gespawnt wegen der Anzeige unten. Aber nö, er wollte uns einfach nur sagen, dass hier diese komischen Viecher gespawnt sind. Ja, wäre auch ein bisschen problematisch, wenn sie das nicht wären. Dann könnten wir die Mission nämlich nicht schaffen. Vor allem dieser Angriff ist so OP. Man kann halt nicht angegriffen werden, während man ihn auflädt. Und auch nicht angegriffen werden, während man ihn ausführt. Und er fetzt die Dinger einfach komplett weg. Die Truppen des Moblins wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Okay. Ach, hier, dieser Moblin. Ja gut, wir sollen viele Gegner besiegen, also glaube ich, dass es eher dämlich ist, uns mit diesen großen Typen zu beschäftigen. Aber ich glaube, wenn wir hier die Spezialattacke zünden, können wir beides auf einmal machen. Haben wir es eingesammelt? Ja, anscheinend. Ach, okay. Stufe erhöht. Das ist nice. Vor allem, dass man dann die Herzen wieder zurückbekommt. Ist ja bei ziemlich vielen Spielen so, dass wenn man die Stufe erhöht, man Level-Up halt bekommt, dass man dann wieder regeneriert wird. Cool, dass es ja auch so ist. Passen die genau, die Gegner? Dann war es nämlich gar nicht so schlecht, dass ich den Moblin da mit der Spezialattacke weggemacht habe. Und die restlichen sind hier oben. Na, obwohl... es sind mehr als genug da. Ihr wollt noch einen Nachschlag? So viel Kampfgeist finde ich prima. Besiege die Moblins. Jawohl. Und das hat hart gehittet. Er ist fast down. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal down. Und er hat's wahrscheinlich auch, ne? Na?
komm, wirf dein Ding hin. Ah, Moment mal. Ja, doch, ist so ein Hammer. Kann Daruk eigentlich auch den Attackenhagel bekommen? Weil er ist ja eher so der kräftige Hau drauf. Anstatt der schnelle Kämpfer, also... Kann auch gut sein, dass er die Option nicht hat. 528 Rubine. Also, Rubine farmen geht ja auf jeden Fall echt gut bei den Nebenmissionen. Und wir kriegen sogar einen Rhodonit. Naja, okay. Auch mal schauen, für wie viel man den verkaufen kann. Ich gehe mal so von 500 aus. Aber ich denke, es wird nicht mehr sein als der Preis, für den man ihn kaufen kann. Beziehungsweise logisch. Sonst könnte man die ganze Zeit Rubine farmen, indem man kauft und verkauft. Nee, ich meinte eigentlich, es wird bestimmt nicht so viel sein wie der Einkaufspreis. Wird safe weniger sein. Ich platze vor Energie. Also, so langsam wird auch übertrieben mit diesen Combo-Angriffen. Ich denke, wir werden erstmal vom alten Gebiet das zu Ende machen, um dann im nächsten Part vernünftig reinstarten zu können. Dann haben wir so alles in einem Part, beziehungsweise alles klar abgegrenzt. Das neue Gebiet dann im neuen Part und die alten Gebiete bis zu diesem. Ja, ja, wissen wir schon. Die Macht des Wächters aus der Zukunft erlaubt es dir, ohne den Chica-Stein Chica-Module zu verwenden. Ah ja, okay. Wenn das so ist. Feuerspezialtraining. Einfach. Okay. Ja, komm, komm, komm. Mach ihn weg. Können wir auch irgendwie die Attacke aufladen? Oh! Alles klar, er hat den Attackenhagel. Nur ich weiß gerade gar nicht, wie ich ihn ausgelöst habe. Weil immerhin hat uns diese Schockwelle ja eigentlich getroffen. Aber das war gut ausgewichen. Da muss ich mich mal selbst loben. Das war einfach extrem gut ausgewichen. Und da habe ich mir einen Attackenhagel verdient. Und jetzt werden beide auf einmal platt gemacht. Let's go. Moment, war es das schon? Oh, okay. Na gut. Das ging schnell rum. Genauso wie dieser Part hier. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns das neue Gebiet im nächsten Part an. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.